Chief Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening, almost. Oha. Bild 2. Wir schreiben den 27. September im Jahr unseres Herrn 1864. Es ist Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt ich es für nötig, ein Tagebuch zu führen. Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen. Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years. Absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. Ich mag auch gerne Rätsel. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange. Even though it has not changed one bit, there are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father and what happened to me. Noch ein Rätselfan. Das ist das, was er gerade gesagt hat, oder? Ja. Streichhölzer. Nice. Gegenstand. Welchen Gegenstand habe ich denn jetzt? Oh, shit. Ist keine Kerze mehr. Schnell, ist lang. Wait. Er braucht Bruckkerze. Er braucht Bruckkerze und Streichholz. Der ist ziemlich verschwenderisch. Öllampe. Mein Großvater hat eine Lampe, die diese benutzt, als er noch in der Mine gearbeitet hat. Was ist das für Musik? Sie war damals schon eine Rarität. Sie wurde wegen ihrer Robustheit geschätzt, wodurch sie nicht mehr. Bla 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 bla. Ist das Öl? Ich muss meinen Vater einmal verehrt haben, denn ich erinnere mich, dass es diese Figur einmal nach mir geworfen hat. Scheinbar hat sie jedoch mehr Schaden davon getragen als ich. Oh Gott. Limitierte Streichhölzer. Okay. Delay? Oh fucking hell. Warum hat meine Cam Delay? Holy shit, das sind bestimmt eine halbe Sekunde. Warte mal kurz. Wait. Ist ja doch ein Hotkey dafür, oder? War doch ein Hotkey, oder nicht? Waren es die F-Tasten? Nein, ich hatte gerade...
es kotzt mich an. Ich kurz nachschauen. Eins. Immer noch Delay. Warum hat's Delay? Hallo, jetzt. Ich weiß nicht, warum. Ich bin mir relativ sicher, es liegt an OBS, dass OBS einfach mal ab und zu sagt: Nö, ich asynchronisiere mich einfach mal. Hall? Hab ich Echo? Eine der Lieblingsstücke meiner Mutter. Es war ein Geschenk von meiner. Von meiner Mutter, es war ein Geschenk von meiner. Ein Lieblingsstück meiner Mutter, es war ein Geschenk von einem Freund der Familie. Mein Vater mochte die Statue überhaupt nicht. Er dachte, es sei ein Symbol für etwas, das einmal denken würde. Blablabla. Warum muss man immer auf die Hintern gucken, damit was passiert? Der Partner meines Vaters, George, hat sie meiner Mutter geschenkt. Dann spielte ihm das Schicksal übel mit, als ich noch ein Kind war. Ich bekomme von ihrem Anblick immer noch Gänsehaut. Deswegen schmeiße ich sie einfach weg. Ich glaube, ich muss die Lampe bald einschalten. Wie lange hält die Lampe denn? Finden wir mal heraus. Kann ich mal reingucken. Relativ lang scheinbar. Begleisen. Shit. Wieder weg. Sonst kann ich. Krieg ich dich nie auf. Okay, hier ist nichts. Okay. Ach Gott. Ist das ein Bild? Mein Vater und sein Partner einige Tage vor der Pyramide. Jacob Hyde und George Whitehead. 4. April 1840. Okay, Streichhölzer habe ich jetzt einige. Vertrag über den Kauf eines Grundstücks. Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Norton, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war das damals. Notiert, um versteckte Botschaften zu finden. Routinen. Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag. Er brauchte nur einen Partner, der über die nötigen Ressourcen verfügte, um eine Mine zu errichten. Dadurch lernte er George kennen. Später baute er den Gasthof und hatte für eine Weile wirklich ausgesorgt. Das waren die gut alten Zeiten, doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkehren.
Alter Schwede, so schwer ist doch dieser Stuhl nicht. Was ihr für Themen habt. Das eine Pfeife. There's some noise coming from upstairs. It ja. Might be him. Him? Wer? Die müssen wir beizubehalten, alles klar. Ein stinkendes Artefakt meines Vaters. Ich habe einmal versucht, sie zu rauchen. Leider hat mich mein Vater dabei erwischt. Er sagte, wenn ich schon so erwachsen wäre, müsse ich eine ganze Zigarre rauchen. Ich habe mich die ganze Nacht übergeben und ich war wieder angefasst. Das ist eine gute Idee, Mann. Wenn man nicht will, dass die Kinder rauchen, wenn sie erwischt, sag mal einfach, jetzt musst du eine ganze Zigarre rauchen. Huh, die werden im Leben nichts mehr anfassen. Das ist eine verdammt gute Idee. Oh, da ist ein Buch. Nicht lesen kann. Okay, auf geht's nach oben und mich töten lassen oder so. Damn wind. I thought the window was bolted shut. Hey, what are you doing here? This is private property. Jemand, der nicht mehr da ist. Wieso soll ich mich mitten in der Nacht draußen umsehen, hä? Bitte. Mal aus. Oh ja. manchmal ist es schwierig. Wie im echten Leben. Wer kennt das nicht? Ich weiß immer noch nicht, warum genau mein Vater anfing, diese Engel zu sammeln. Vielleicht finden wir es irgendwann raus. Ja, der Schatten von dem Ding ist genau da, wo ich hingucken möchte. Gut. Die Lampe bringt gar nichts. Ach Gott. Man merkt echt, wie er sich anstrengt, die Schubladen zu öffnen. Ist wirklich schwierig, der Mann. Hat keine Kraft. Mein Vater und ich vor seinem Gasthof. Ich war damals 7 Jahre alt. Er hat mir vorgeworfen, ich würde Fratzen schneiden und nicht gerade stehen wollen. Dabei war er es, der nicht stillstehen konnte. Wie man hier sieht, ich habe danach eine ordentliche Tracht Prügel kassiert, obwohl ich es gar nicht verdient hatte. Ja, so ist es. Apropos Namensänderung, ich habe mal gelesen, dass im Spanischen oder wo das Ding herkommt, bei Mojito, das Ito für klein steht. Also, dass halt Ito für klein steht im Spanischen oder sowas. Bei Mojito weiß man nicht, ob es davon kommt. Aber dann hat jemand einen Cocktail namens El Mocho gemacht. Das ist dann so ein Glas, so ein 2-Liter Glas mit Mojito gewesen. Das ist El Mocho.
Holy shit, das, was dazu gekommen. Ich nehme den El Mocho, ja. Von der Woche hast du es erfahren. Bei mir schon ein bisschen länger her. Hab's auf Twitter gelesen. Irgendjemand hat es gepostet. Ich weiß nicht mehr wer. Aber es war lustig. El Mocho, ab geht's, Mann. Der macht dich einfach nur tot. Und scheiße, hier draußen sind die Frames perfekt. Das ist. Strange, the light is coming from the inside, but the door's locked. Maybe I can find something to cut through the chain. Oh yeah. Ich sehe aber schon, wie sich langsam wieder die Kamera verdreht und ich weiß nicht wieso. Ein Zeitungsausschnitt. Rotieren, um versteckte Botschaft zu finden. Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert. Der zum Gasthof gerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Richter John Norton galt seit einigen Wochen als vermisst. Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. What the fuck? Stand da gerade einer? Stand da gerade einer neben mir? Okay. Wie kriege ich denn das Petroleum in die Lampe rein? Okay, auf geht's. That's my father's hat. The basement? Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Ich glaube, das Spiel ist einfach kaputt. Ich glaube, ich lade meinen letzten Checkpoint. Wollen wir den ganzen Scheiß nochmal machen? Naja, egal, so schlimm war es nicht. Strange, the light is coming from the inside, but the door's locked. Maybe I can find something to cut through the chain.
Ein, zwei Bier auf Ex gehen, aber irgendwann wird's eklig. Außerdem, was ist der Sinn vom Exen? A gruesome murder? Here? John Norton. Sounds familiar. That's my father's hat. The basement? Did he leave this as some kind of clue for me? Ah, hör dir. What the fuck? Spiel ist ziemlich kaputt. Alles von auch schon so weit weg, Maus? Los. You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Okay. Ich will euch halt den Spaß nicht verderben mit den euren Geschichten. Wollte euch nur kurz erwähnt haben, dass ich das alles aufnehme. Nur so, als Info. Boah, warum hast du dich erschreckt? Ich habe mich nicht erschreckt. Ich habe mich nur erschreckt, weil du dich erschreckt hast. Mein Vater war nie gut darin, seine Gefühle zu zeigen. Doch wenn er einmal wirklich unglücklich war, klammert er sich an diesen kleinen Engel. Oh. Weggeschmissen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Nicht, dass sich jemand beschwert irgendwann, wenn er das Video findet. Er macht ruhig weiter. Where did all this blood come from? Dear God. Jetzt ganz schön ab. Okay.
Meinst du mich, Assassin? Gut, what the fuck ist hier los? Warum rumpelt jede Tür? Was? Da kann ich nicht bestätigen. Deswegen freue ich mich. Ich weiß aber nicht, was du meinst. Was ist das? Was ist die Kellertür, bitte? Ach so, ich kann das auch wegziehen. Ich dachte, das wäre eine Blockade. Ich weiß nicht, ob ich da reingucken möchte. Entweder ist er für immer verschwunden oder er war nie wirklich hier. Der Flur ist voller Blut. Ich habe ein Klopfen gehört. Das Klopfen klopft immer noch. Jemand hält immer völlig an die Kellertür. Warte auf mich. Ja. We'll see if this is a good idea. Das erste Werbeprospekt für den Gasthof meines Vaters. Er sagte zu mir, wir haben es geschafft, mein Junge. Hillside Inn, ab jetzt geöffnet. 40 komfortable Zimmer, eine gemütliche Herberge im Herzen eines Bergdorfes. Köstliche Mahlzeiten, ganz in der Nähe der berühmten Carolina Pyritminen. Kommen Sie uns bald besuchen. Mhm. Ich sehe echt keinen Nutzen darin, Kerzen anzuzünden. Die machen einfach gar nicht hell. Gut, bist du hin? Also romantisch. Das ist aber meistens so, dass Kerzen ziemlich wenig bringen. Außer Amnesia, da waren die Kerzen richtig gut. Problem ist, wie viel Petroleum habe ich noch? 7. Diesen offensichtlichen Schimmer. Wie könnte man diese Kerze gebrauchen? Oh. Was haben wir hier? Eine Gartenschere? Nehmen wir mit. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. I have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood.
Am I delusional? Okay. Jetzt wissen wir zumindest, dass er nicht echt ist. Also brauchen wir auch keine Angst mehr vor ihm. Okay. Looks like roots. I need to get rid of them before I leave the basement. Maybe I can find something to cut those roots with here. Hab ich Schlange. He's upstairs. What does he want from me? Also der Dude ist egal. Der andere Dude ist wichtig. Briefcase ist hier, oder? Wait, wo ist meine Tasche? Has someone gone through my briefcase? Hier oben steht's. So, hier ist der Schlüssel. Who the hell are you? Stay back. You hear me? Keep away!